Herzlich willkommen zur zweiten Runde im Tischuhrbauen. In Teil 1 haben wir die Armbanduhr modifiziert und eingebettet und nun wollen wir die Uhr im 45-Grad-Winkel aufstellen. Teil 1 einmal als oben eingeblendete Infobox. Beim Zeichnen kam mir die Idee, den Aufsteller per Magnet mit dem Gehäuse zu verbinden. Allerdings nutzen wir eine mechanische Uhr, also keine besonders gute Idee. Zugegeben, wenn ich ein passendes Stück Nussholz gehabt hätte, hätte ich das wohl auch verwendet. Habe ich allerdings nicht, also habe ich Pflaume stattdessen verwendet. Am besten wäre jetzt eine Bandsäge oder eine Tischkreissäge. Das könnt ihr dann auch nutzen. Ich habe meinen großen Hobel von Ulmia verwendet. Das kann so gar nicht perfekt werden, brauche es aber auch gar nicht. Ich habe sogar vor der Halbierung des Holzstücks aufgegeben, wie man hier sieht. Im Feinschliff noch mit dem kleineren Handhobel. Und dann muss ich noch das Wachs auf den Seiten mit dem Stechbeitel ablösen. Das ist da so drauf, wenn man das gekauft hat. Jetzt müssen wir das Holzstück noch passend ablenken. Ihr seht die Handsäge, also bitte keine 90 Grad erwarten. Und ein bisschen nachbessern ist dann natürlich angesagt.
Statt so einem Wachs, wie wir das auch gerade eben abgemacht haben, bekommt das Holz bei mir immer Leinöl. Das müssen wir dann auch wieder entsprechend lang trocknen lassen. Das lasse ich immer so über Nacht oder einen gesamten Tag trocknen. Da die coole Magnetlösung ja leider entfällt, brauchen wir da was anderes als Verbindung. Probier es mit einer runden Aluminiumstange, die ich als Verbindung in den Ständer einlassen möchte. Da habe ich einfach so eine Aluminiumstange aus dem Baumarkt für genommen. Die dafür notwendigen Löcher in beiden Teilen, also in dem Gehäuseteil der Uhr und in dem Ständer, bohre ich per Hand. Exakt würde man es natürlich mit einer Tischbohrmaschine oder ähnlichem machen. In den Ständer wollen wir das Aluminiumstück fest einlassen. Das Gehäuse aber wollen wir leicht abnehmen und anstecken können. Daher nutzen wir für das Bohren des Lochs am Ständer einen etwas kleineren Bohrer. Für das Ablängen der Stange verwende ich den Dremel, aber eine Handmetallsäge würde es natürlich genauso tun. Natürlich kommen auch hier wieder super 90 Grad raus. Dafür ist jetzt aber der Dremel tatsächlich praktisch, weil ich dann beim Abschleifen deutlich schneller bin, als wenn ich das per Hand machen würde. Das Alustück setze ich nun mit dem Hammer ein. Man kann natürlich zusätzlich auch noch einen Kleber verwenden, aber wir wollen ja später da nicht mit der Zange dran ziehen, soll ja eben nur das Gehäuse der Uhr tragen. Jetzt länge ich dieses eingesetzte Verbindungsteil noch passend ab. Die Länge ist da Geschmackssache. Ich bin hier einfach nach einer Länge gegangen, wo das Gehäuse noch sicher hält, aber es auch noch einfach abnehmbar ist. Dabei, man sieht es, ist mir das Stück natürlich nochmal rausgefallen, das heißt, den Teil musste ich nochmal ein bisschen wiederholen. Und da wären wir auch schon. Danke fürs Reinschauen.